Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Video. Sawadika! So, heute der dritte Teil unserer Kulan-Serie. Die anderen beiden Teile verlinken wir euch im Video und unten in der Videobeschreibung auch nochmal, wenn sich das jemand komplett anschauen möchte nochmal. Mhm. Ihr seht, dieses Video ist schon gemacht Anfang Oktober. Das ist also jetzt nicht mehr nach der Regenzeit, sondern es ist genau noch während der Regenzeit. Deswegen, es regnet hier noch ununterbrochen. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns auch den dritten Beach hier noch an, den wir für diesen kleinen Ausflug geplant haben. Und wir hoffen, ihr seid dabei. Samambit, ne? Genau. Wenn ihr mehr Videos über Thailand, über Beaches, über Pattaya sehen wollt, abonniert doch unseren Kanal, drückt die Glocke für Informationen, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn neue Videos von uns rauskommen. Ja. Wir freuen uns auf euch. So, das Erste, was wir hier machen, ist natürlich erstmal Essen. Genau. So, wir waren jetzt schon mehrere Stunden unterwegs gewesen, haben schon viel gesehen. Jetzt muss erstmal gegessen werden. Hunger. Ja, aber natürlich, Mut. Kennen wir ja schon. Zuerst essen, dann alle ruhig später. Überraschenderweise ist die Qualität an diesem Beach-Restaurant sehr, sehr gut gewesen. Ja, ne? Es waren auch sehr viele andere Gäste noch dort gewesen. Und das Essen sehr gut gemacht, sehr anständig, vernünftige Preise, keine Touristenabzocke oder irgendwas. Ja. Vernünftiges Essen war gut. Was gibt's heute Schönes? Heute Gung Onsen, ne? Also Garnelen mit Glasnudeln und Gemüse. Ja, genau. Und Kaupatgai. Genau, das bekannte Kaupatgai bei uns, der Standardgericht, was wir immer bestellen. Ja. Das gibt es heute auch dazu. Mhm. Und wie gesagt, für uns gerade frisch zubereitet alles. Ja. Also konnte man sich nicht beschweren, vernünftige Preise. Ich habe jetzt schon vergessen, was es gekostet hat. Aber vergleichbar, als wenn man hier in der Stadt essen geht. Hat Angebot von Geschäft 15%. Genau, 15% Rabatt gab es noch damals, stimmt? Alle zusammen 600. So, also für zwei Menüs mit Reis und Getränken knappe 600 Thai Baht. Ja. Also wirklich die normalen Preise, wie es auch in der Stadt gibt. Also kein Touristen-Nap oder irgendwas. Ja, wie wir gerade schon gesagt haben, einige andere Touristen waren auch dort gewesen. Nutzen die Zeit natürlich für Selfies zu machen, ein bisschen schwimmen zu gehen. Aber dieser Beach ist zum Beispiel zum Schwimmen sehr, sehr gut geeignet. Ja, genau. Wunderbar weiches, weicher Sand, glasklares Wasser. Da passiert überhaupt nichts. Also man sieht genau, was man macht, wo man hinläuft. Sehr sauber, ordentlich gepflegt. Wie gesagt, jeder Beach ist schön. Ja, die meisten Beaches sind sauber geworden. Genau, sauber geworden durch halt weniger Tourismus. Das hilft natürlich ein bisschen. Aber auch durch die Regenzeit, dann wird nochmal alles runtergewaschen. Mhm. Ihr seht das ja in dem Video mal ein bisschen, wenn es so flackert. Das sind die Regentropfen, die runterkommen. Wunderschöne Landschaft dort. Wenn man so ein bisschen von dem Hauptbeach wegläuft, was wir jetzt gemacht haben, hat man seine Ruhe. Wenig Leute können sich das in Ruhe anschauen. Sie genießen die Ruhe dort. Ja. Und ist wirklich sehr, sehr angenehm. Steine auch schön. Deine Steine sind immer schön. Ich mag ihn doch. Du magst diese Steine, das wissen unsere Zuschauer mittlerweile, genau. Mhm. Aber das kann man hier wirklich in Ruhe genießen. Hier laufen nicht 50 Touristen rum im Moment. Ruhig. Da war es sehr ruhig gewesen. Wie das an einem Wochenende aussieht, natürlich bei strahlendem Sonnenschein, ist ganz anders. Ja. Aber diese Zeit war ruhig gewesen. Mhm. Und für uns auch eine Gelegenheit, mal eine halbe Stunde zu sitzen oder mal eine Stunde zu sitzen und einfach nur dem Meer zuzuschauen. Genau. Einfach mal ein bisschen die Füße ins Wasser zu halten und nichts zu machen. Eigentlich wunderbar. Thank you.
Ja, dann haben wir eigentlich alles gesehen, was man an diesem Strand sehen kann. Wir hoffen, das haben wir auch gut in Bildern für euch festgehalten. Ja. Und dann ist es auch für uns schon wieder Zeit, zurückzufahren. Reicht. Mit Fahnen zurück. Ja, das, was wir euch in den anderen Videos schon gesagt haben, die Straßen sind super ausgebaut, müssen aber auch, weil, wie gesagt, es geht hier fürchterlich den Berg runter. Wir haben das mal komplett mitgefilmt, könnt ihr euch mal anschauen. Also das ist schon eine gute Fahrt, vor allem wenn man weiß, dass halt die Regenzeit ist und die Straßen doch ein bisschen feucht und rutschig sind. Muss vorsichtig fahren, ne? Das sagst du jetzt. Ja, aber vorbei schon. Ja, genau so ist es. Entschuldigung. Tja, da wir das Video aber heute nochmal bearbeiten, heißt es, wir haben es überlebt. Hat jemand Angst, wenn wir hinten? Ja, nicht nur wegen dir, weil du fährst wie eine Verrückte, sondern die anderen Leute fahren ja auch wie die Verrückten. Ja, nicht nur bei mir. Schau mal. Genau, man muss aber so fahren, weil sonst blockiert man den Hintermann wieder. Oh, lebendig angekommen, jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps. Meine Güte, wie du fährst, ich bin ein alter Mann, wenn ich hier einen Herzanfall kriege hinten drauf. Du musst probieren, Land fahren. Das hat niemand gesagt, dass Thailand ein Rennland ist, sondern Thailand ist immer Bao Bao Cha Cha, nicht wie verrückt. Du musst probieren, das ist schön, einfach wie Speedboat. Genau, ja, genau, mit dem Speedboat zurück. Heute wir alleine. Wir ganz alleine auf dem Speedboat, weil wir mussten ein bisschen warten. Es gab im Moment niemanden, der zurückfahren wollte aufs Festland. Ja. Aber wir hatten dann noch Glück gehabt. Ja. Ich glaube, 15 Minuten oder 20 Minuten fuhr einer. Ja. Und damit der nicht leer fährt, haben wir das zum ganz normalen Preis gebucht und sind mit dem mitgefahren. Ja. Ganz alleine. Natürlich über die aufgewühlte See mit viel Regen und Wellen. Nicht ganz so einfach. Ja. Aber wir sind wieder heil nach Hause angekommen, liebe Zuschauer. Keine Sorge, wir sind da.